Seid gegrüßt und willkommen zur 14. Episode meiner Sparklight Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir gehen mal hier reingucken, ob hier was ist, was wir machen können. Es ist hell, okay. Ich bin verwirrt. Das kommt mir aber irgendwie neu vor dadurch. Ich guck mal. Zumindest gibt es hier eine Truhe. Gucken, was da drin ist. Ah. Und Sparklights in Hülle und Fülle. Dann gehen wir mal wieder zurück über diesen brüchigen Weg, der sich wieder regeneriert, wenn wir da fertig sind. Kann ich dich auch hier hoch? Okay, ich gehe nochmal hier durch. Oh, ich hätte vielleicht warten sollen. Nee, ist ja alles wieder da. Das war dumm. Aber das war irgendwie lustig hier drin. Mal eine Abwechslung. Genau, wir müssen runter. Wir müssen ja hier hin. Oh, fast hier reingelaufen. Haha, du bist auch im Schlamm langsamer. Da, die Truhe möchte ich natürlich auch haben. Die holen wir uns auch. Der hat nichts für uns. Dann hier rein. Sparkles und wieder so ein Explosionsding. Noch so ein Explosionsding. Hm. Das heißt, ich kann theoretisch alle Felsen hier aufmachen. Dann mache ich das mal. Vielleicht finde ich ja wieder was. So ein Geheimgang oder so wieder. Da. Da, 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 da. Du, da, da. Du, da, 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 da. Noch mehr Heilung. Sehr schön. Damit ich auf keinen Fall im Goldwald sterben kann. Da, da, da. Da, da, da. So, dann bin ich mal gespannt, wie es heute im Goldwald aussieht. Welche Gefahren mich da erwarten. Und ob ich vielleicht mal wieder dieses eine Dings finde mit diesem Mini-Boss. Den würde ich gerne erstmal vermöbeln und gucken, was da so versteckt. Ja, genau. Was bei dem so versteckt ist. Oh, mein Flugbegleiter könnte auch ruhig mal Sachen einsammeln, die hinten vorbeikommen oder so. Oh, hör auf, danke. Da möchte ich hin, aber da komme ich wahrscheinlich nicht rein, weil es gar nicht auf der Map hier ist. Da, 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 da. Oh, so ein Spuckding wieder. Da, 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 da. Da, 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 da. Habe ich etwas Schaden bekommen von dem? Nö, oder? Vielleicht hat ja jemand aufgepasst. Ist es jetzt hier, wo der Boss ist, oder nicht? Ja, das habe ich mich von so einem schlagen lassen. Mann. Ich gehe jetzt aber hier rein und besieg dich. Wer auch immer du da drin bist. Als Herrscher, Boss oder was auch immer. Genau, wieder hier ausrüsten. Die Bumsdinger, die Bomben. Wir sammeln mal eben alles ein, was wir hier so haben. Was nicht viel ist. Und rein. Genau, hier muss ich mich wieder drauf gefasst machen, dass ich direkt kämpfen muss, sobald ich hier auf der nächsten Ebene spawne. Ja, muss ich. Oh toll, der hat Heilung für mich. Aber ich muss weg von dem Durchgang, sonst falle ich da rein, sobald ich hier alles abgeschlossen habe, bevor ich gelootet habe. Und runter. Und wieder bereit machen zum Kampf? Nö. Ach da. Oh, fuck. Wow, wenn ich das hinbekomme. Und runter. Kämpf. Oh, der wieder. Ich habe ihn direkt besiegt. Oh, nicht dahin, nicht dahin. Ich muss hier hin. Und dann hier hin. Sparklights, Licht, Heilung. Nee, ist noch nicht nötig. Ich habe noch genug Leben übrig. Oh, eine große Truhe, das ist gut. Was? Kniffkatalysator-Patch verringert die Zeit, die für das Abfeuern von Kniffen mit. Oh, das ist cool.
Das ist echt gut. Dann geht das schneller, wenn ich Q drücke. Das ist echt cool. Für Heilung und so. Während des Kampfes. Wenn ich denn dann so Heilungsdinger. Hat hier was geblinkt? Ja, am besten auf dem schnellsten Weg zum Boss laufen, ihn versuchen zu besiegen oder besiegt werden und dann wieder in die Zuflucht kommen, um dann mein neues Patch dran zu machen. Hallo, greif mich nicht an. Ich habe wieder nicht geguckt, wo ich hin muss. Ja, sieht richtig aus. Falls nicht, wir werden irgendwann schon ankommen. Hoch oder links? Gehen wir hoch. Vielleicht können wir oben rumgehen. Mal schauen. Ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. Hat er mich wieder getroffen? Nö, hat er nicht. Tada, sind schon da. Gib mir deine Sparklights. Sehr schön. Und wir gehen hier rein. Und lassen uns diesmal nicht so wirklich vermöbeln, sondern vermöbeln den Boss. Theoretisch müsste ich verstanden haben, wie der funktioniert. Praktisch ist es wieder so eine Sache. Ich nehme mal direkt die Heilung hier. Vielleicht habe ich ja. Ja, doch, ich habe voll Zeit, die zu nehmen. Sehr schön. Ja, der Timbert. Mann, schon wieder. Bist du doof? Ist das da oben noch irgendwie aufmachen? Hör noch einmal. Mist. Muss ich aber schnell sein. Jetzt muss ich hin, jetzt muss ich hin, jetzt muss ich hin. Ich glaube, das geht nach Zeit, die er braucht zum Regenerieren, okay. Nicht nach Schaden, den ich verursache. Auch gut. Ich kann ja wieder. Oh, das war zu spät. Oh, das war daneben. Jetzt muss ich wieder laufen. Mann, wie kann ich nur so schlecht sein? Ja, mach dein Ding hier. Die hinteren brauche ich, genau. Ich kann wieder schießen. Nur den hinteren, ne? Jetzt geht's nicht. Hat noch geklappt. Daneben. Oh, ich habe keine mehr. Das kann ich wieder. Doch recht einfach, wenn man verstanden hat, wie der Boss funktioniert. Daneben, schade. Nein, der hat geblockt. Oh Mann, ich darf die Richtung nicht ändern. Ernsthaft. Keine Pfeile mehr. Egal, es kommt hin. Wink, zu nah dran, zu nah dran. Ah! Heilen, heilen, heilen.
Uah, weg von mir. Ja, komm mal wieder hier hin. Gute Idee. Oh, oh. Also, so gesehen finde ich den hier einfacher als den ersten Boss. Ja, der kann mir noch Schaden machen. Genau. Nein! Oh, der reicht gar nicht bis dahin. Schade. Oh, 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 oh. Das krieg ich jetzt hin. Das krieg ich hin. Tada! Was ist das? Was ist das? Leuchtkugel, ein Stück Titanschrott, das als Verbesserung für Flügelmutter wiederverwendet wurde. Übernimm die Kontrolle und zeig uns den Weg. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll. Okay. Okay. Dann schaut doch mal hier rein. Das hier, ne? Leuchtkugel. Rüste. Ach, du bist Flügelmutter, sag das doch. Mit drei Ladungen Leuchtkugeln aus mit ihrer geringen Auswirkungen und ihrer hohen Sichtbarkeit sind sie nützliche Ergänzung im Werkzeugsatz eines jeden Erkunders. Okay. Hast du das jetzt ausgerüstet? Bin mir aber unsicher, was ich jetzt machen muss. Ach so, jetzt kann ich hier F drücken oder was? Ah, damit kann ich also die Lichter entzünden. Jawohl, dann komme ich endlich weiter. Richtig cool. Tada! Oh, das muss ich unbedingt einbauen. Ich hoffe, ich habe genug Sparklights dafür. Dann kann ich diese Ofendinger endlich mal anmachen. Untersuchen, natürlich. Es gibt in dieser Rune noch eine Nachricht. Ich scanne jetzt. Der Grundstein würde der Samen sein, um eine neue Welt zu erschaffen. Mit ihrem Wissen von Struktur und Form erschuf die Architektin arkane Gewölbe, um die Geheimnisse des Grundsteins zu schützen. Tief in diesen Gewölben wurde der Stein platziert. Vielleicht ist das der Sparklight, also der Sparklight. Was haben wir da? Jo, der ist groß. Das habe ich schon, jetzt habe ich das hier auch. Dann noch das und das und das. Du hast das Siegel der Architektin aktiviert. Gut gemacht, Sternenkind. Vor dir liegt der Grundstein. Der Grundstein ist das Herz dieser Welt, die Macht der Schöpfung, die all diese Länder und Bewohner miteinander verbindet. Vor langer Zeit erschuf die Architektin dieses Heiligtum, um den Grundstein gegen die Gier des Menschen zu schützen. Doch die Gier des Barons ist stärker, als die Gründer es sich jemals vorstellen konnten. Er wird vor nichts zurückschrecken, um an den Stein zu gelangen. Kein Geschöpf ist vor seiner Verderbtheit und Zerstörung sicher. Reaktiviere die Siegel, um den Grundstein wieder zu schützen. Drei Siegel sind übrig. Jo, habe ich gesehen. Beeil dich, Sternenkind. Jetzt werde ich ja auch noch gedrängt. Oh shit, das war ja cool. So komme ich also wieder hoch. Hey, hast du was Neues? Timbert muss heftig gewesen sein, aber den Funkenlichtverbrenner abzuschalten, der seine Sägen angetrieben hat, setzt der Zerstörung im Goldwald jetzt ein Ende. Der nächste Titan ist im Säuremoor südlich der Weinberge. Pass auf die Säure auf, während du dort bist. Verschmutzung hat das normale Wasser sehr ätzend und schädlich gemacht. Danke für den Tipp. Ne, wir müssen runter. Ne, ich muss das neue Ding einsetzen. Tada, jetzt kann ich die Kniffe schneller benutzen.
Auch witzig, man verliert immer, wenn man hochkommt, das, was man aufgesammelt hat. Moment mal, war hier immer das Ding mit auf der Map? Hast du was Neues zu sagen? Hallöchen, Ada. Diese Stadt ist der perfekte Ort, um meine Klinge eine Weile ruhen zu lassen. Blablabla, ja, das haben wir schon gesagt. Ja, nein, aber ich habe ihn wieder angesprochen. Wir gehen nochmal hier hin und hören uns das an. Hallo, blablabla. Genau, ich will hören. Ja, es war schon besser. Aber noch nicht perfekt. Was ist das hier? Ank der Gründer, genau. Wiederbeleben. Sehr gut. Aber ich muss jetzt mal schauen. Habe ich das jetzt überhaupt oder muss ich das erst als... Ne, das habe ich schon direkt. Da muss ich gar keinen Bauplan für benutzen. Sehr cool. Jo, ich gehe runter. Gucken wir nochmal, dass wir in das Säuremoor gelangen. Müsste ja jetzt offen sein. Und vielleicht finden wir auch wieder dieses eine Loch, wo man... ja, hätte ich mal gemerkt, wie es aussieht. Dieses Loch halt. Wo ich diese Öfen anzünden muss. Vielleicht finden wir es. Wie direkt alle auf mich gucken. Autsch, autsch. Ja, ist schon ein bisschen schneller. Oh, da oben ist noch so ein... was auch immer, Ball. Frucht. Ja, wir gehen mal eben kurz runter, gucken, ob hier das Ding ist. Oh, ich hab's wieder drauf, mich treffen zu lassen. Ja, wir gehen mal rechts gucken. Der wird zwar nicht sein, aber irgendwas wird ja hier zum Looten sein vielleicht. Ja, nur das hier. Da. Lauf schneller. Oh, habe ich jetzt keine Lust drauf, die zu bekämpfen. Tschö. Genau, das Loch sucht dich wahrscheinlich. Nö. Ist das von eben? Hallo? Geh hoch? Achso. Muss selber was drücken. War nicht eben so ein Wildschwein? Nee, es war oben. Oh Mann. Nee, das ist da oben, ist festgesteckt. Okay. Nee, hier muss ich auch nicht hin. Ist da was drin? Ich hoffe, das ist nur so ein Vögelchen. Wie soll ich denn da jetzt bitte drankommen? Toller Spawnpunkt dafür. Echt. Ich muss nach Süden. Ist keine Lust, irgendwie den Umweg noch zu gehen. Ich will halt in das Säuremoor kurz rein. Da. Mist. Ah nee, das hier ist ja das Ding, ne? Haha. Nein! Habe ich es verschwendet? Oh oh. Oh wehe. Wehe, ich habe jetzt kein Dings. Oh, das ist... Das hat gar keinen Aufladen. Doch. Och nö. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, wie kriege ich das denn wieder aufgeladen? Ah, so. Einfach nur nochmal benutzen. Alles klar. So kommen wir also ins Säuremoor rein. Seid ihr bereit? Beende ich die Folge jetzt oder gehe ich noch kurz rein? Ich beende die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um weitere Folgen, wie ich das Säuremoor betrete, nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.